Weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft-wise. Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass er die Aufnahme gar nicht gestartet hat, wie ich meine Ressourcen wieder zurückgeholt habe, also meine Ausrüstung, um jetzt wieder Geardin zu kämpfen. Deshalb sind wir jetzt schon wieder mitten im Kampf. Tut mir leid, dass es das leider nicht aufgenommen hat, den Anfang. Aber ja, ich habe halt drei, viermal versucht, mich hochzustecken und irgendwann habe ich es geschafft, bevor er mich erwischt hat. Und jetzt halt kämpfe ich halt die ganze Zeit schon, also ja, die ganze Zeit, seit 20 Sekunden, bis ich dann gemerkt habe, dass die Aufnahme gar nicht gestartet hat. Deshalb muss ich jetzt halt mittendrin anfangen. Jetzt halt schauen wir einfach mal. Zu Glück hat er sich in der Zeit nicht regeneriert. Womit ich eigentlich gerechnet hatte, dass er wieder 100 Leben, also volles Leben hat, wenn ich hier reinkomme. Na komm schon. Der ist dreimal reingeflogen, ich habe dreimal drauf geschlagen und kein einziges Mal getroffen. Wie geht denn das? Haben sie da irgendwie die Hitbox um einiges kleiner gemacht, dass du nimmer triffst? Oder was auch immer? Oder irgendwie was außenrum gesetzt, unsichtbare Blöcke, damit du nicht drankommst. Jetzt schon wieder. Normalerweise triffst du doch die ganze Zeit. Wenn du jetzt nah rankommst, dann treffen dich die Blitze gleich wieder. Wie beim letzten Mal. Komm schon, zwei Schläge. Bevor mich die blöden Blitze wieder töten. Irgendwo nach unten, mal schauen, ob die Blitze einen unterirdisch treffen. Nein. Dann kann ich hier zumindest mal kurz regenerieren. Den Ring wieder da reinpacken. Ja, er regeneriert schon ein wenig. Und ist um einige schneller jetzt gerade. Was ist denn der Scheiß? Hierher. Wieso willst du den da bitte schön treffen? Hast du ja schon, wenn er langsam fliegt, kaum eine Chance. Und dann mit dieser Höchstgeschwindigkeit da, wie willst du den da bitte schön treffen? Langsam nervt mich dieses Update total. Nichts funktioniert mehr wie früher. Okay, da war ich glaube jetzt nicht in Reichweite, aber trotzdem. Ah, ein Treffer noch. Komm schon. Jetzt ein Bogen und das wär's gewesen. Geschafft. Endlich. Bleibe ich gleich mal bei dem Drachenplatz hier stehen, dass das nicht wegfällt. Sondern dass ich das gleich aufnehme. Was ist das hier? Dragon Essence Hardcore Ender Expansion. Ja, Hardcore, das kann man laut sagen. Warte, davon mache ich jetzt noch einen Screenshot, solange es sich dreht. Kann ich hier auch mal den Wegpunkt, den Todespunkt wegmachen in der Zwischenzeit? Hat es nicht vor, irgendwann runterzufallen? Jetzt hat. Ja, jetzt wäre ein Magnet nicht schlecht, damit man das Ganze einsammeln kann. Ein aufgeladener Enderman.
Da schlage ich mal besser nicht drauf. Dann weiß er nicht, was passiert. Boah, ist das viel Zeug. Über zwei Stacks schon. Jetzt habe ich noch nicht mal alles. Jetzt habe ich, glaube ich, erstmal die erste Hälfte geschafft. Auf dieser Hälfte liegt, glaube ich, nicht so viel, wie es jetzt aussieht. Da habe ich mich zu früh gefreut. Ender Lily Seed. Das ist gut. Na komm schon, gleich haben wir alles eingesammelt. Und dann geht's zurück. Da unten waren, glaube ich, noch gelbe Herzen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und Draconium. Ja, das war's jetzt, glaube ich, soweit vom Einsammeln her. Schauen wir noch, wenn wir die abbauen, ein paar. Vielleicht finden wir auch noch eine Ender-Lily-Seed irgendwo. Noch welche. Was jetzt auch nicht verkehrt wäre. Da ist noch mal eine. Da ist noch mal was. Da liegt auch noch überall diese Essenz rum. Jetzt haben wir davon über vier Stacks und ich weiß nicht mal, für was man die hernimmt. Weil ich die das erste Mal jetzt sehe. Nochmal ein paar Seeds. Da sind nochmal welche. Wachsen zwar sehr, sehr, sehr langsam, aber zumindest wachsen welche. Wenn wir die dann bei uns wieder anpflanzen. Jetzt bauen wir noch, wie viel haben wir schon? 5. 9 Seeds habe ich. Da drüben ist noch eins, dann habe ich genau 10. Bauen wir hier noch ab. Und dann geht's wieder zurück. Und zurück sind wir. Ja, haben wir ihn ja doch noch besiegt. Okay, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.